Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ich bin gerade mit Sally draußen. Wir haben entspannte 7.30 Uhr in einer Stunde. Muss ich beim ersten Arzt sein für diese OP-Vorbereitungszeugs. Genau. Viel Spaß mit dem Video und let's go. Ersten Termin beim Arzt habe ich erledigt. In 15 Minuten habe ich einen zweiten Termin. Ich fahre aber irgendwie nur 10 Minuten, also passt das richtig gut. Da muss ich jetzt eben noch irgendwie Blut abgeben, keine Ahnung, irgendwie so ein... Manchmal meine ich auch, die Ärzte verkaufen mein Blut. Jedes Mal, wenn ich da bin, muss ich Blut abgeben und dann ist immer alles in Ordnung. Also vielleicht habe ich irgendwie eine seltene Blutgruppe, die man gut los wird oder so, müsste ich mich mal informieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall fahre ich jetzt zum zweiten Arzt, mein Hausarzt, gebe schnell Blut ab und dann... fahre ich in Imbiss, muss noch ein bisschen Grillfleisch machen und um 13 Uhr habe ich den nächsten Termin. Also alles schön durchgetaktet und dann hat man nach dem dritten Termin dann auch Feierabend. Ich hasse das immer, wenn du da so stundenlang Leerlauf zwischen hast. So, anderthalb Stunden später habe ich es dann auch geschafft. Beim Arzt war es jetzt 5 Minuten, Blutdruck messen, Blut abnehmen, einmal irgendwie IKG oder so ein Krams, keine Ahnung. Ging auf jeden Fall schnell, aber ich habe richtig Stress, weil... Ich habe 3 Dosen Red Bull gesoffen und muss pissen wie Sau. So, jetzt ist 2 Stunden später. Ich war im Imbiss, habe eben schon ein paar Schnitzel gemacht, dass sie die verkaufen können. Und bin dann schnell zum Narkoseärztin da gefahren. Hab mit der kurz gequatscht, das funktionierte tipptopp. 13 Uhr hatte ich Termin. 20 vor 1 war ich da. 1 Uhr war ich schon wieder raus. Mit Warten und Sprechen und Unterschreiben. 20 Minuten, tipptopp. Jetzt bin ich auf dem Rückweg. Wetter ist richtig, richtig scheiße. Jetzt esse ich Mittag und dann wollte ich mit meiner Freundin vielleicht gleich nochmal los. Wir brauchen ein neues Bett. Auf unseres haben wir keinen Bock mehr, da ist nichts mit, aber wir haben Bock auf so ein Boxspringbett. Und dann machen wir die Tage mal gucken. Da sind ja Angebote, da gehst du ja kaputt. 5.000, 6.000 Euro für ein Bett. Wenn ich mir ein Bett für 5.000, 6.000 Euro kaufe, ab dem Moment kann ich keine Minute mehr ruhig schlafen, weil dann habe ich nur noch Stress. Als ob ich für ein Bett 6.000, 7.000 Euro ausgebe. Die sind ja völlig behindert. Da schläfst du nichts besser drin. Und das ist nach 10 Jahren, nach 5 Jahren ist das genauso Schrott wie alle anderen auch. Deswegen, wir haben uns eins rausgesucht, das gefällt uns, das kostet irgendwie 1.700 Euro. Das war die Tage nicht da. Da wollen wir jetzt gleich nochmal gucken, ob es da ist. Und wenn es da ist, nehmen wir es auf jeden Fall mit und bauen es heute noch auf. So, ich zeige euch mal, wo mein Automat steht. Steht er bei uns am Imbiss. Aber eigentlich ist das ganz geil, weil hier kommt man in Marienfeld rein. Er steht halt mitten im Dorf. Hier ist so die Hauptstraße durchs Dorf. So, dann kommst du hier durch. Ganz schön. Dann da vorne, ich weiß nicht, ob man es erkennt, da steht, ist schon der Imbiss. Da ist schon der Imbiss und da an der Seite steht genau der Automat. Also mitten im Dorf, so wie es sein muss, eigentlich ganz geil, aber bei dem Wetter bringt mir das auch nichts, weil es ist ja so schlechtes Wetter. Bei dem Wetter macht keiner einen Grill an. So, ich bin soweit mit allem durch. Ich habe jetzt gerade den Bulli geholt. Wir fahren jetzt doch eben noch nach Bett gucken. Mal gucken, ob ich die Kamera mitnehme und ob wir das Bett überhaupt kriegen. Die Tage waren wir schon mal da, da war es nicht lieferfähig. Ja, jetzt fahren wir da auf gut Glück hin und hoffen, dass das Ding da ist, weil ich habe keinen Bock, 6 Wochen auf dem Bett zu warten. Ich gehe mal rein. Was kann ich mitnehmen? Ah, die 3 Stück. Ich nehme das in der Mitte. Abfahrt. So, Bett haben wir rausgesucht. Wir sind jetzt aber in Gütersloh beim Möbelboss. Gibt es das Bett nicht. Jetzt fahren wir nach Bielefeld. Sie sagte gerade schon, in Bielefeld vor der Filiale ist direkt eine Baustelle. Wir wollten es jetzt erst verschieben auf nächste Woche, aber nächste Woche geht nicht, weil ich ja operiert werde. Dann weiß ich nicht, wie ich ein Bett aufbauen kann oder so ein Scheiß. Deswegen tun wir uns den Stress jetzt an, fahren einmal nach Bielefeld, dann haben wir es heute erledigt und dann, ja, haben wir das Bett. Ja, und das machen wir jetzt. So, das neue Bett haben wir gekauft, wir sind jetzt zu Hause. So sieht unser Schlafzimmer jetzt aus.
Ich hoffe, man sieht das vernünftig. So, und jetzt ist ein paar Tage später und ich habe mir überlegt, da der Vlog sowieso schon lang genug ist, seht ihr, wie das neue Schlafzimmer aussieht im neuen Vlog, weil da haben wir noch ein paar Schränke und so für das Schlafzimmer gekauft. Und am Ende des nächsten Vlogs seht ihr, wie das Schlafzimmer final aussieht oder fast final. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, schreibt was Nettes in die Kommentare, abonniert auf jeden Fall den Kanal und ansonsten würde ich sagen, bis die Tage und tschüss.